Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück in der Mech Arena. Heute dreht sich alles um den Disc Launcher, seinen Einzug in die Arena mit einem pompösen Kistenrausch. Erhalten könnt ihr ihn dort neben vielen anderen tollen Preisen und Materialien durch das Öffnen der Ereigniskisten mit den entsprechenden Ereignismarken. Der Disc Launcher ist ähnlich wie die Javelins eine zielsuchende Waffe, braucht aber wesentlich weniger Zeit zum Anvisieren. Verfügbar ist er aktuell in der 8 Energieversion, 10 und 12 kommen später. 1900 Schaden macht der Disc Launcher pro Schuss bzw. 11500 pro Magazin und dabei nur 6,5 Sekunden zum Nachladen. Das ist nicht verkehrt. Die Idealreichweite liegt bei bis zu 60 Meter. Das ermöglicht es uns, gefahrenlos aus der Deckung herauszuschießen und nicht durch Fähigkeiten eines Guardian oder C4 lahmgelegt zu werden. Zusätzlich verfügt der Disc Launcher über einen Splash Damage Area, was das Schadenspotenzial nochmals steigert. Die zum Öffnen benötigten Ereignismarken können wir zum einen durch den Ingame-Shop erhalten oder, wie der Name vermuten lässt, durch das Spielen der wöchentlich wiederkehrenden Ereignisse. Dabei können wir je Ereignis aber auch nur eine einzelne Marke erhalten. Beim Öffnen der Ereignistruhen gehört dann natürlich ein wenig Glück dazu, um auch wirklich die ausgeschriebenen 1,2% für den Disc Launcher zu treffen und mit ihm fröhlich auf die Jagd gehen zu können. Solltet ihr allerdings kein Glück haben, ist das nicht weiter tragisch. Nach dem Ereignisrausch reiht sich der Disc Launcher in all seiner Pracht in den Erfahrungspfad ein und kann dort wie jede andere Waffe freigespielt und erworben werden. In der praktischen Anwendung kann der Disc Launcher dann beispielsweise auf einem Guardian, einem Ares oder auch auf einem entsprechend gelevelten Killshot gespielt werden. Wie ihr seht, benötigt der Disc Launcher nur wenige Millisekunden, um sein Ziel zu erfassen. Die Flugbahn der Discs ist häufig leicht gebogen. Achtet also bei eurem Positioning darauf, dass ihr nicht so nah an einer Wand oder an einem anderen Hindernis steht. Die Zielerfassung des Disc Launchers ermöglicht euch zwar das Verfolgen und Eliminieren von Gegnern um kleinere Ecken und Winkel herum, größere artillerieähnliche Manöver wie mit den Javelins sind aber nicht möglich. Und jetzt genießt den Splash Damage, bewerft eure Gegner mit CDs, Schallplatten und Discs. Vergesst nicht, gerne auch ein Abo dazulassen, ich würde mich freuen. Schreibt auch eure Meinung zum Disc Launcher und diesem Event in die Kommentare. In diesem Sinne, tschüsschen, bis bald in der Mech Arena, euer Selti.